Seid mir gegrüßt, meine Gaming-Freunde. Hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video mit einer neuen Episode von Captain Tsubasa Dream Team. Wir versuchen uns heute mal wieder an einem neuen Transfer. Und zwar gibt es aktuell eine neue Traumkollektion. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns erstmal die gefeaturten Spieler im Video dazu an und werden dann gleich uns an den Transfers versuchen. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ihr habt gesehen, einige sehr interessante neue Spieler in dem Traum-Kollektions-Banner. Ich gehe mal hoch. Hier ist er mit Mario Goethe als Hauptspieler quasi. Wir haben hier den Goethe, wir haben hier den den Dänen, wie heißt der nochmal? Ich weiß es gar nicht. Den Haas, genau. Tänzelnder Gotteskrieger. Auch ziemlich nice. Direkt ein paar S-Fähigkeiten am Start. Den hätte ich gerne. Also alle vier Spieler habe ich tatsächlich noch nicht. Wären also eine Verstärkung für unser Team. Zirkelpass, durchdringender Schuss und schnelle Finte. Oh, nice. Und man hat halt ein paar andere Goethe, wo man Fähigkeiten runterholen kann. Theoretisch Verteidigungskiller, auch richtig gut. Eine Bande für europäische Spieler. Bei 4 oder mehr, plus 3. Oh, starke Bande, starke Bande. Was haben wir beim Haas? Mal gucken. Oder 2 Bandenfähigkeiten, okay. Bei 5 oder mehr nicht-japanischen G-Typen. Automatisches Abfang, 50%. Oh, das ist cool. Und dann noch eine Bande, die plus 4% bei genau 2 Golden 23 Spielern. Okay, das ist schwierig. Der Golden 23 hat viele gute. Muss mal gucken. Mit den Banden muss ich mich generell noch ein bisschen anfreunden. Dann haben wir hier noch einen Gakuto Igawa. Auch einen sehr starken Verteidiger. Der würde mir sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Oh, automatischer Abfang hat er auch. Auch der hat Bandefähigkeiten. Oh, auch mit Autoabfang 15%. Oh, bei 3 oder mehr japanischen Spielern vom K-Typen. Nice, das kriegen wir hin. Okay, Leute. Wir haben unsere Ziele. Also richtig gut werden eigentlich alle bis jetzt. Mal gucken, was der Hino noch so kann. Ah, ich glaube, Hino wäre der, den ich am ehesten verknausern könnte, nicht zu kriegen. Also die anderen drei hätte ich richtig, richtig gerne. Hino lasse ich mal außen vor. Drückt mir Daumen, könnt ihr in die Kommentare schreiben, welcher von den vier euch beim Poolen noch gefallen würde. Und ich würde sagen, wir stecken mal Bälle rein. Ich weiß nicht, wie viele. Ich habe mir nichts vorgenommen. Wir machen es einfach mal. Puh, es ist immer so spannend. Erster Pull des Tages. Okay, ein Regenbogen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Heißt natürlich nicht, dass einer von den vier sein muss. Oh, interessant. Josep Grandios. Den habe ich noch tatsächlich gar nicht. Der ist gar nicht so schlecht. Ist jetzt natürlich kein Top-Spieler, den man sich wünscht aus dem Banner heute hier, aber nehme ich natürlich mit, wenn er mir noch fehlt. Und ein Versteckter! Nein! Na, oh, so ein blöder Ishizaki, der nicht gut ist, glaube ich. Guck mir den ganz kurz mal an. Aber 2 SSR-Spieler in einem Pull ist schon mal nice. Ich hoffe nur, das bedeutet jetzt nicht, dass wir weniger Glück haben gleich. Hm, er ist Abfangtechnik auf jeden Fall, das ist nicht schlecht. Der war, glaube ich, nicht so stark. Ich weiß es gar nicht. Der Flügelmeister. Muss ich mir angucken. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber ein paar Bälle. Erster Transfer schon mal ausbeutenmäßig an. Quantität war gut, Qualität nicht, sag ich mal. Oh nein. Das sieht schlecht aus. No, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Ah, schade. Es gab doch ganz viele Spieler, die jetzt Potenzialentwicklung neu freigeschaltet gekriegt haben. Da ist auch einiges zu tun. Ich habe jetzt wieder richtig viele Spielchen entwickeln können. Ich blicke auch, wenn ich ehrlich bin, im Moment nicht ganz so durch, welche von den Spielen jetzt wirklich gut sind, die jetzt neue Potenzialentwicklung gekriegt haben und welche nicht. Ist ein bisschen schwierig. Okay, Blitze. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jetzt komm, gib mir was Gutes. Oh, dann Phoenix. Das muss gut sein. Yes! Wir haben schon mal Haas, sehr nice. Stürmer, G-Typ. Wow. Nice.
Das Coole ist, der hat schon direkt einen S-Volley-Schuss, einen S-Doppelpass und einen S-Dribbling und einen normalen Pass. Also der ist schon gut ausgestattet an Fähigkeiten. Müssen wir gucken, ob der irgendwie einen normalen Schuss geben kann. Das ist natürlich ziemlich nice, weil er nur einen Kopfball hat. Fürs Auto-Gaming ist natürlich ist besser, wenn man auch einen normalen Schuss hat. Aber sonst sehr nice. Schon mal einer von den Spielern, die wir haben wollten. Ich hätte gerne den japanischen Verteidiger, auch den Igawa. Nicht richtig gerne noch. Okay, wieder Blitze. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wieder Phoenix. Quasi wieder gerade wie gerade. Mal gucken. Okay, ein Victorino neuer, den kenne ich noch nicht. Schwarzer Sturmwind. Sieht für den Werten jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Panther Dribbling, Gewehrkugelschuss. Ja, ja. Dribbling 1200 und Geschwindigkeit 1000. Boah, dribblingmäßig sehr, sehr stark. Interessant, den kenne ich nicht. Na, wieder ein Spieler, der nicht gefeatured war. Machen wir noch einen Pull. Komm, einen machen wir noch. Okay, Blitze. Das sieht gut aus. Zwei! Zwei! Das sind zwei, okay, gut, gut, gut. Oh, bitte, bitte, bitte. Damn, gut, den Haas ist natürlich nice, können wir dann fusionieren, dann wird er noch ein bisschen besser. Und dann nochmal den Valentins Matsuyama, der auch nicht so schlecht war früher. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch gut ist. Klar, können wir dann auch fusionieren, aber leider keiner von den Most Wanted, die ich haben wollte. Oh Mann, ich bin versucht, euch nochmal einen zu machen. Komm, wir machen noch einen. Einen noch. Bitte, bitte, bitte. Oh, hier fällt Konfetti runter. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Blitze. Okay, wenigstens nochmal ein SSR. Komm, bitte, 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 bitte. Gib mir den Verteidiger. Das ist der Hino. Ja, man sollte sich beschweren, der ist wahrscheinlich auch richtig gut, ich weiß es nicht, aber ich wollte eigentlich den Abwehrspieler haben. Na gut. Mehr geben wir jetzt nicht aus, wir müssen nur ein paar Bälle sparen, Leute. Wir schauen auch natürlich nochmal, was wir alles gekriegt haben heute. Aber ich glaube, wir waren gar nicht so schlecht. Ach, guck mal, das ist sogar der Dreamfest Victorino. Vielleicht ist er sogar gut, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, den muss ich mal angucken. Was? Also wir haben hier Grandi rausgekriegt, den Ishizaki. Der ist, glaube ich, nicht schlecht. Den können wir vielleicht fusionieren dann. Und zweimal den Haas, das ist eigentlich ziemlich nice. Da freue ich mich drüber. Dino und den Victorino, interessant. Den muss ich mal angucken. Also haben wir jetzt quasi die Uruguayanisch, ist das so das richtige Wort? Sturmspitze mit Hino und Victorino, nice. Dann nochmal den Traumfest Matsuyama. Also einiges an Spielern, die ich interessant finde, werde ich mal auf jeden Fall angucken. Ja, ansonsten werde ich natürlich irgendwann mal auch ein Video mit dem Gamingplay machen, habe ich euch ja versprochen. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Vielleicht mal gucken, nächstes Mal, wo kein Video kommt, wäre vielleicht am Montag nächste Woche. Vielleicht probiere ich da mal ein Gameplay-Video zu machen. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr beim Dreamfest, also beim Traumfestival, oder bei der Traumkollektion war es, glaube ich, ne? TK, Traumkollektion, gepult habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Spielern rein. Wie gesagt, ich kenne mich da noch nicht so mega gut aus bei den neuen Spielern jetzt hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss, euer Marcel. Ciao, ciao.